Oh mein Gott, Leute, diesen Fehler machen mehr als 50%, glaube ich, von euch. Und auch so könnt ihr wie ich einen Gold Mecha Skin kriegen. Ich habe Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Heute werde ich euch ein paar Fehler vorstellen, die viele von euch wahrscheinlich machen und die ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, weil wenn ihr die Fehler dann weiterhin macht, dann ist es ziemlich dumm. Deshalb guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende und lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, wäre mega Ehre. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten Fehler, den wahrscheinlich einige von euch machen. Der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass wahrscheinlich einige von euch im Shop mal ab und zu zum Beispiel jetzt ein Pin-Paket holen oder irgendwelche Skins oder keine Ahnung was es gibt oder auch eine Big Box, Mega Box, irgendwelche Angebote. Wenn ihr Free-to-Play seid, solltet ihr auf jeden Fall eure Gems für den Brawl Pass sparen. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil der Brawl Pass lohnt sich um einiges mehr. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Ihr habt hier Skins, habt viele Megaboxen, habt Pin-Pakets, alles was es sonst im Shop auch gibt. Und zwar zum viel günstigeren Preis, als wenn ihr das im Shop im Angebot kauft. Der Brawl Pass lohnt sich wirklich mit Abstand am meisten. Und auch wenn ihr Free-to-Play seid, solltet ihr eure Gems sparen. Ihr könnt euch dann, wenn ihr das macht, jede zweite Season oder sogar noch ein bisschen öfter, könnt ihr euch den Brawl Pass kaufen und es lohnt sich wirklich deutlich mehr als irgendwelche anderen Sachen im Shop. Deswegen spart eure Gems auf jeden Fall für den Brawl Pass. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass ihr kein Auto-Aim benutzen solltet, außer in wenigen Situationen. Wenn ihr zum Beispiel mit Auto-Aim sicher trifft oder zum Beispiel beim Genepool ist es ganz gut, Auto-Aim zu nutzen. Aber ansonsten zielt lieber, weil erstens könnt ihr dadurch deutlich besser treffen, vor allen Dingen, wenn ihr es ein bisschen euch angewöhnt habt und schon ein bisschen geübt habt und ein bisschen geübt habt. Aber zum Beispiel auch, wenn Kisten dastehen in Showdown, wenn ihr Showdown spielt und Auto-Aim drückt und Gegner in der Nähe sind, dann ist es bei Auto-Aim so, ich weiß nicht genau, was das fokussiert, aber auf jeden Fall nicht immer das, was ihr wollt. Und dann bringt es euch halt sehr wenig und deshalb würde ich auf jeden Fall zielen. Punkt 3 hat auf jeden Fall wieder was mit dem Shop zu tun. Ich bin jetzt auf meinen zweiten Account gegangen, um euch das besser zeigen zu können. Wenn ihr hier auf den Shop geht, seht ihr hier die Angebote, die man mit Münzen kaufen kann. Hier Powerpunkte. Wenn man einen neuen Account erstellt und noch nicht so viel gepusht hat und die Level noch nicht so hoch sind, hat man immer mega viele Münzen übrig. Und da ist es natürlich verlockend, immer die Powerpunkte zu kaufen. Aber ich rate euch davon ab, das lohnt sich nicht, weil wenn ihr ein bisschen weiter gepusht seid, fehlen euch immer die Münzen. Ihr habt immer viel zu wenig Münzen. Das ist vor allen Dingen so ab 20.000 Trophäen, würde ich sagen, wenn ihr halt schon fast Max seid. Da fehlen euch immer die Münzen. Ihr habt dann zwar die Powerpunkte, aber die Upgrades könnt ihr nicht mehr machen. Deswegen kauft euch diese Münzangebote auch nicht. Davon kann ich euch auf jeden Fall abraten. Oh mein Gott, Leute, diesen Fehler machen mehr als 50%, glaube ich, von euch. Und auch so könnt ihr wie ich einen Gold Mecha Skin kriegen. Ich habe ja mittlerweile schon zwei. Und zwar ist das Powerplay spielen. Ich spiele eigentlich regelmäßig Powerplay, auch diese Season. Heute muss ich auch wieder spielen. Spielt das wirklich, das lohnt sich. Aber dabei müsst ihr beachten, ihr müsst wirklich jeden Tag spielen, weil wenn ihr nur so, wenn ihr 3 Tage vergesst oder so, dann lohnt sich's nicht wirklich. Wenn ihr jeden Tag spielt, dann lohnt sich's aber richtig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 950 Punkte kriege, dann kriege ich jede 2 Wochen 2500 Star-Punkte und sowas ist schon machbar. Wenn ihr richtig krass seid, könnt ihr auch so 5000 Star-Punkte vielleicht sogar kriegen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja schon den Gold Mecha Crow und den Gold Mecha Bow. Also allein daran seht ihr, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Genau. Ich würde sagen, wir kommen zu Fehler 5, den viele von euch machen.
So, wir kommen zum letzten Fehler, den wahrscheinlich auch sehr viele von euch machen. Und zwar ist das, eure Brawler auf einen Rang spielen, also immer jede 25 Pokale. Weil, wenn die Season vorbei ist, also jetzt dauert die noch 22 Tage, jetzt ist noch nicht so schlimm, aber wenn ihr kurz davor seid, bevor die Season endet, spielt auf jeden Fall eure Brawler immer auf eine 25er Stufe. Zum Beispiel jetzt mit Tara bin ich auf 801 oder 775 geht auch, jede 25er Stufe. 700 geht zum Beispiel, einige muss ich noch hochspielen auf eine Trophäe wieder, weil dann kriegt man einfach weniger Minus, wenn die Season aufhört, und kriegt sogar mehr Star-Punkte noch. Lohnt sich auf jeden Fall, dieses eine Game ist ja auch nicht viel Arbeit so. Lohnt sich auf jeden Fall, macht das. Damit würde ich sagen, war's das mit dem Video. Ich denke, einige von euch haben einige Fehler bemerkt, die sie machen und jetzt vielleicht verbessern können. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und auch gut unterhalten können. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.